Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ihr seht schon, ich bin nicht alleine, denn der Marvin ist dabei. Hey zusammen. Ja, und heute geht es um das iPhone 15, um alle iPhone 15. Wir wollen euch einfach mal auf den aktuellen Stand bringen und wir haben auf jeden Fall ein paar coole Infos für euch dabei. Und ja, ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Das Gute vorweg, ganz so lange müssen wir nicht mehr warten, denn im September kommen schon die neuen Geräte. Zum einen das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Also im Prinzip statt der 14 eine 15 dran und das sind dann die Geräte von diesem Jahr. Starten wir erstmal beim Thema Design und bei den normalen 15 Modellen, also nicht die Pro-Modelle, wird es designtechnisch gar nicht mal so viel Änderungen geben. Wir werden weiterhin Aluminiumrahmen haben, natürlich dann ein paar besondere Farben, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ansonsten haben wir auch zwei Kameralinsen auf der Rückseite. Die Pro-Modelle haben natürlich weiterhin drei Kameralinsen, aber es wird sich was ändern und zwar auf der Frontseite. Und zwar heißt es laut den Gerüchten, dass wir bei allen Modellen das Dynamic Island haben werden und nicht nur bei den Pro-Modellen, so wie es halt aktuell der Fall ist. Bei den Pro-Modellen werden allerdings die Display-Ränder nochmal dünner als jetzt bei den 14 Pro-Modellen. Das sieht man hier im direkten Vergleich auf jeden Fall nochmal, finde ich, sehr, sehr schön. Sieht einfach mal ein bisschen moderner aus. Ich mag persönlich dünne Display-Ränder sehr gerne. Die Dynamic Island wird aber gleich, die wird nicht kleiner oder anders aussehen. Da wird sich nichts ändern. Bei den Pro-Modellen werden wir allerdings einen Titanrahmen haben. Ist einfach noch ein bisschen leichter. Gefällt mir auch ganz gut. Also jetzt haben wir seit Ewigkeiten einen Edelstahlrahmen. Ist auf jeden Fall mal eine Änderung, die ganz gut ist. Und ich glaube, Fingerabdrücke sieht man da auch nochmal geringer. Bei den Pro-Modellen wird es dann statt dem klassischen Mute-Swish einen, ich sag mal, sogenannten Action-Button geben, den man dann auch so ein bisschen personalisieren kann. So kann man beispielsweise auch die Kamera öffnen, natürlich auch das iPhone stumm schalten wie bisher, aber noch so ein paar weitere Funktionen. Das ist jetzt auch so ein bisschen in eine iOS 17 Beta geleakt worden. Hier so ein paar Funktionen blende ich euch ein. Könnte auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend werden. Ja, Joma hat es ja gerade schon gesagt, Dynamic Island bei allen Modellen. Aber was leider wirklich immer noch beim 15er normal ohne Pro der Fall sein wird, dass wir ein ganz normales Display haben mit 60 Hertz und das im Jahre 2023 Apple. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon Daumen runter, muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall. Die Pro-Modelle werden natürlich auch wieder Promotion haben, so wie wir das jetzt kennen, und die dünnere Displayränder. Aber dass das normale Gerät immer noch auf 60 Hertz bleibt, kriegt man schon wirklich Augenkrebs. Außerdem wird auch das Always-On-Display, was wir mittlerweile beim 14 Pro ja auch haben und lieben, nur beim 15 Pro kommen. Von daher, wenn ihr wirklich das Beste vom Besten wollt, müsst ihr einfach, was das Display angeht, zum 15 Pro greifen. Dann gibt es auch schon verschiedene Gerüchte zu den Farben, die uns erwarten werden bei dem iPhone. Fangen wir an beim iPhone 15. Ganz klassisch natürlich erstmal schwarz, weiß, ja, dann noch Magenta, Mintgrün und auch Blau. Da bin ich wirklich gespannt, die Farben mal live zu sehen. Und beim 15 Pro haben wir dann die altbekannten auch Silber, Schwarz, Blau-Grau, ich glaube, das könnte in echt ganz cool aussehen. Und sogar noch dieses Rot oder eben Gold. Also da weiß man noch nicht ganz, welche Farben am Ende wirklich final rauskommen. Aber ich denke oder ich hoffe einfach, dass diese Special-Farbe wirklich was Besonderes ist. Ja, hoffe ich auch. Bin echt mal gespannt drauf. Dann gibt es auch eine Besonderheit, da freuen wir uns persönlich sehr drauf. Und das ist der Anschluss, denn seit Ewigkeiten haben wir jetzt den Lightning-Anschluss auf der Unterseite. Und das wird sich in diesem Jahr ändern, und zwar auf USB-C. Aber auch ja, so ein bisschen Vorsicht ist geboten, denn die normalen 15er Modelle, die bekommen weiterhin die USB 2.0 Geschwindigkeit, also wie es auch jetzt schon bei Lightning war. Und nur die Pro-Modelle, die bekommen dann Thunderbolt 3, sodass man halt auch Daten schneller übertragen kann. Und das macht natürlich einfach auch nur Sinn, denn man muss das iPhone, gerade man hat eine richtig krasse Kamera, 4K-Video und so weiter, wenn man da richtig viele Fotos macht, Videos macht, möchte man das schnell an Mac übertragen. Geht mit AirDrop auch, dauert halt ewig, aber USB-C Thunderbolt 3 geht dann deutlich schneller. Das gibt es aber, wie gesagt, dann nur bei den Pro-Modellen. Ja, das wäre so das typische Apple-Ding. Kommen wir jetzt zu den Kameras. Ja, Joma hat es vorhin schon gesagt, bei dem Pro haben wir auch wieder drei Kameras mit einer Besonderheit, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bei dem normalen 15er zwei Kameras. Aber die große Neuerung, auch diesmal sollen alle Geräte im Prinzip die 48 Megapixel Hauptkamera bekommen. Und das ist natürlich schon mal richtig krass. Hier gibt es aber jetzt noch eine Besonderheit. Wir kennen das schon mal. Das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal bei einem iPhone, dass nur das Pro Max, also wirklich das größte iPhone und auch die Pro-Serie, die beste Kamera bekommt. Und auch hier soll nämlich der Sony IMX903 Sensor verbaut werden. Das ist einfach der beste Kamerasensor oder der aktuellste, den es gerade gibt. Im Vergleich zu den anderen Modellen, die sollen den IMX803 bekommen, der auch schon im 14 Pro und 14 Pro Max steckt, weil da haben wir auch schon diesen 48 Megapixel Sensor.
Und da bin ich auch gespannt, ob man diesen Unterschied zu diesem 15 Pro Max, was angeblich nur das einzige Gerät mit diesem Sensor ist, ob man den im Alltag merkt. Wir werden es natürlich testen und für euch dann herausfinden. Also schon mal beide Kanäle unbedingt abonnieren, dann bleibt ihr hier natürlich immer auf dem neuesten Stand. Und auch hier wieder eine Sache, da freue ich mich richtig drauf, aber irgendwie auch nicht, weil ich will mir das normale 15 Pro holen, eigentlich nicht das 15 Pro Max, aber auch hier nur das 15 Pro Max angeblich soll die Periscope-Kamera bekommen. Da werden wir dann nämlich einen 10-fach optischen Zoom haben und das wird dann das iPhone sein mit dem krassesten Zoom aller Zeiten, wo man mal richtig reinzoomen kann und auch die Bildqualität dann noch gut bleibt. Hoffentlich. Ja. Also da bin ich echt mal gespannt drauf und das fehlt irgendwie gerade noch, also Zoom-mäßig ist das iPhone gerade noch nicht so auf High-Level wie andere High-End-Smartphones. Weiter geht's dann beim Prozessor und letztes Jahr war es schon so, dass die normalen 14er-Modelle dann die Vorgängergeneration bekommen haben, also den A15-Chip und nur die Pro-Modelle den A16 Bionic-Chip. Und in diesem Jahr soll es wohl ebenfalls wieder so sein, also der A16-Chip bei den iPhone 15er Modellen und bei den 15 Pro Modellen der A17 Chip, was auch ein 3 Nanometer Chip ist, somit hoffentlich auch nochmal energieeffizienter sein wird. Also ich bin auf die Akkulaufzeit sehr, sehr gespannt. Da gibt es jetzt aber auch noch eine echt gute News. Da will euch der Marvin jetzt nochmal erzählen. Genau, in diesem Jahr endlich werden die Akkus nochmal deutlich vergrößert im Vergleich zum 14 und 14 Pro. Und da können wir nämlich davon ausgehen, dass wir auch auf eine deutlich höhere Akkulaufzeit kommen. Beim 14er haben wir zum Beispiel 3279 mAh und beim 15er sollen wir 3877 mAh bekommen. Das ist schon mal ein ordentlicher Sprung nach oben. Ich hoffe natürlich auch, dass man das neue iPhone dann ein bisschen schneller vielleicht sogar aufladen kann, indem Apple irgendwie mehr Watt erlaubt über USB-C. Ja, da müssen wir mal abwarten. Gab es tatsächlich auch Gerüchte, dass es mit 40 Watt sein soll und über MagSafe mit 20 Watt. Also mal schauen, vielleicht sehen wir da ja was. Wäre auf jeden Fall eine Steigerung. Ne? Ja. Und hier seht ihr auch nochmal die ganzen anderen Modelle. Also jedes Modell profitiert von einem größeren Akku. Und ihr wisst ja, größerer Akku ist im Prinzip immer gut. Von daher, ja, Daumen hoch an dieser Stelle. Dann gibt es noch eine gute News, aber auch wieder mal nur für die Pro-Modelle. Es ist ja immer so ein typisches Spiel, die Pro-Modelle, da gibt es schon ein paar coolere Features, kosten dann aber auch deutlich mehr, dazu gleich nochmal mehr Infos. Aber und zwar zum Speicher, denn standardmäßig war es so mal 128 GB. Die Pro-Modelle in diesem Jahr sollen wohl mit 256 GB starten. Ich würde es super begrüßen, denn ich nutze aktuell die 128 GB Variante beim 14 Pro Max. Und ich habe, glaube ich, noch irgendwie 10, 12 GB frei. Und ich muss immer irgendwas löschen und das ist einfach nervig. Ich brauche keine Speicher. Gar nicht richtig ProRes RAW aufnehmen, ne? Mit Video, weil dann brauchst du halt 256. Genau, wenn man es in 4K nutzen möchte. Ja, das ist einfach nicht so schön. Aber was vielleicht auch nicht so schön ist, das sind die Preise, glaube ich, in diesem Jahr. Wir haben nämlich dieses Jahr den eigentlich ersten Preisanstieg seit Jahren. Ihr denkt euch jetzt, hey, wie kann das denn sein? Die werden doch jedes Jahr teurer, die iPhones. Ja, in Europa und in Euro gemessen, aber in Dollar waren die letzten Jahre wirklich immer gleich. Diesmal aber 100 Dollar teurer. Also das 15 und 15 Plus soll ab 8,99 bzw. 9,99 anfangen. Also da ist man schon mal bei 900 Dollar für das normale 15er, was wahrscheinlich mit 128 GB daherkommt. In Euro natürlich nochmal einiges mehr aufgrund von Zoll und so weiter, verschiedene Steuern, die hier noch drauf kommen. Das 15 Pro geht dann bei 1099 Dollar los und das 15 Pro Max bei 1199 Dollar. Also in Euro, wir haben da auch schon mal überlegt, wir gehen davon aus, wahrscheinlich 1400, 1500 Euro für das Einstiegs 15 Pro. Ihr könnt ja eures, ja, Preisvorhersage mal in die Kommentare schreiben, aber das wird auf jeden Fall heftig. Aber ich habe das Gefühl, dass Apple dies ja wirklich will, dass alle sich das Pro holen. Einfach USB-C, Speed viel, viel krasser. Und einfach die Kameras und das Display. Ja. Also ist ja auch schon letztes Jahr so gewesen, das Pro hat einfach deutlich mehr Vorteile. Und klar, Apple will natürlich auch mehr Geld verdienen. Deswegen die Pro-Modelle werden hier nochmal deutlich mit Features versehen. Mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Marvin. Ja, sehr gerne. Mein Kanal unbedingt mal ab, lasst ein Abo da. Ist natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt auch gerne unseren Podcast ab. Oh ja. Da filmen wir auch nochmal einen Live-Podcast hier in Berlin. Und alles auch natürlich unten verlinkt. Und dann so gehen wir jetzt erstmal schön was essen. Und bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.